Eine hohe Dividende und ein hohes Wachstum, Ausschüttungen und Kursgewinne. Beides zusammen geht normal, schlecht, kommt selten vor. Es gibt aber einen deutschen Nebenwert, der dieses Kunststück momentan schafft und dem ich auch für die Zukunft noch viel zutraue. Seid gegrüßt, liebe Aussehende, ganz herzlich willkommen auf meinem Aktienkanal. Die Aktienmärkte hausieren, das ist schön, darüber freuen wir uns, zumindest diejenigen unter uns, die nicht auf fallende Kurse setzen. Es gibt allerdings einen Nachteil. Je höher die Kurse der Aktien steigen, umso niedriger wird die Dividendenrendite beim Kauf. Und überhaupt, angesichts dieser deutlich gestiegenen Zinsen im letzten Jahr, bei festverzinslichen Anlagen haben es Dividendenaktien zuletzt relativ schwer gehabt, aber es gibt sie, die rühmlichen Ausnahmen. Nicht dazu gehört die British American Tobacco, US-Kürzel BTI, die ich euch ja im letzten Aktienreport vorgestellt habe. Viele von euch haben sich stark für die Aktie interessiert. Kein Wunder, die Dividendenrendite liegt ja offiziell bei knapp 10%. Das ist natürlich sehr verlockend. Ihr seht allerdings auch den stark abwärts zeigenden Trendverlauf beim Kurs und vor kurzem meldete BAT, wie sie abgekürzt heißen, ja eine Abschreibung in Höhe von über 30 Milliarden Dollar auf den Markenwert der klassischen Zigarettenmarken. Und diese Abschreibung kam vor allem, was die Höhe betrifft, sehr überraschend und insofern würde es mich auch nicht wundern, wenn die kurz mal überraschende Dividendenkürzung bekannt geben würden bald. Und das ist eben der Knackpunkt bei diesen Aktien mit sehr hoher Dividendenrendite. Häufig ist die eben nicht sicher oder wird teilweise ganz gestrichen. Da gibt es ganz viele Beispiele, auch in den USA, AT&T zum Beispiel. Und deshalb sollten Dividendenjäger meiner Meinung nach bei solchen Aktien besonders vorsichtig sein. Und mit solchen meine ich Aktien von Firmen, die tendenziell ein schrumpfendes Geschäft haben, wo der zu verteilende Kuchen tendenziell kleiner wird und die oft dazu noch hoch verschuldet sind. Ihr müsst ja bedenken, die Dividende gibt es ja nicht umsonst und das in zweifacher Hinsicht. Zum einen, wenn sie aus der, also was fundamentale Seite betrifft, wenn sie aus der Substanz des Unternehmens bezahlt werden muss, ist es nicht nachhaltig. Und was die reine Kursentwicklung betrifft, in dem Sinne, als ja der Aktienkurs dann am Ex-Dividendentag, also am Tag nach der offiziellen Ausschüttung entsprechend um die Höhe der ausgeschütteten Dividende fällt. Und versteuern muss man die Dividende ja dann auch noch. Und deshalb habe ich es nie so richtig verstanden, warum manche Aktionäre blind Aktien hinterherrennen, nur weil die gerade vielleicht eine Sonderausschüttung angekündigt haben. Umgekehrt ist es aber dann umso interessanter, wenn man auf Aktien stößt, die beides bieten. Steigende Kurse, eine hohe Dividendenrendite mit weiter steigender Tendenz und dann optimalerweise das Ganze auch noch garniert mit einer attraktiven Bewertung. Und eine solche Aktie ist meiner Meinung nach immer noch Mutares, Kürzel MUXWKNA2NB65, die Deutsche Beteiligungsgesellschaft. Ich hatte euch die Aktie schon mal kurz vor einem Monat im Aktienreport vorgestellt. Einige werden das Papier also bereits kennen. Apropos, den Link zu diesem Aktienreport, den findet ihr unten in der Beschreibung. Was hat es mit der Firma also auf sich? Nun, Mutares ist ein Sanierungsspezialist, der angeschlagene Unternehmen oder ungeliebte Konzerntöchter günstig aufkauft, um sie dann neu zu positionieren und auf Effizienz zu trimmen. Und die neuen Töchter wurden dann in separate Tochter GmbHs eingebracht. Das ist ziemlich clever, denn so reduziert man das Risiko für die Muttergesellschaft. Wenn mal eine Sanierung schief geht oder mit Verlusten endet, ist es dann nicht so dramatisch. Und hinzu kommt, in der Mutares Holding, also an der wir Aktionäre beteiligt sind, laufen die Beraterhonorare auf, die Gewinnabführungen und die Verkaufsgewinne. Und daraus speist sich auch dann die üppige Dividende. Das heißt, die Verluste der gekauften Sanierungsfälle, die werden in der Konzernbilanz ausgewiesen. Und deshalb stehen dort eben oft rote Zahlen und davon solltet ihr euch nicht abschrecken lassen. Heißt, wir haben hier endlich mal eine Geschäftsform, die aktionärsfreundlich ist. Normalerweise sind wir als Aktionäre ja immer die Ersten, die die Zeche bezahlen müssen, wenn mal was schief geht. Hier eben nicht. Hier können wir bei begrenzten Risiken gleich in viele verschiedene Sanierungsfälle auf einmal investieren. Und falls der eine oder andere von euch ungute Erinnerungen hat, wenn er die Schlagworte Beteiligungsgesellschaften und Sanierungsfälle hört, verstehe ich vollkommen. Es gab ja durchaus schon negative Beispiele hier am deutschen Aktienmarkt zu nennen. Sind hier zum Beispiel Arkes, die inzwischen unter dem Namen Gigaset firmieren, aber jetzt schon wieder Insolvenzantrag gestellt haben am 19. September. Da wird unglaublich viel Aktionärskapital vernichtet bei einem ähnlichen Geschäftsmodell. Unrühmlich auch die Entwicklung bei Aurelius. Equity Opportunities, lange sowas wie der Shooting Star unter den deutschen Beteiligungsgesellschaften. Die haben sich jetzt dazu entschlossen, maximal kleinaktionärsunfreundlich zu werden. Das bekam den Kurs der Aktie auch überhaupt nicht gut zurecht. Die Aktie wird ohnehin nur noch in Regionalbörsen gehandelt. Und meine Einstellung ist hier, wenn man mich als Aktionär nicht haben möchte oder schlecht behandelt, dann gehe ich einfach. Punkt. Ich finde es zwar gut, dass Aktionärsschützer jetzt da versuchen, was zu drehen für die Aktionäre, aber bei der Konstellation wie bei Aurelius ist es eh quasi sinnlos.
Ihr seht, ich bin hier auf dem Kanal durchaus sehr kritisch. Ich nehme kein Blatt vor den Mund, bin komplett unabhängig. Hier gibt es keine Affiliate-Deals oder sonstiges Spirenzchen. Ich sage euch, was Sache ist. Und genau deshalb solltet ihr meinen Kanal auch regelmäßig schauen. Ich kann es euch zumindest sehr stark empfehlen. Am besten einfach unten auf den Abonnieren-Button klicken, Glöckchen aktivieren. Dann seid ihr immer dabei, zweimal pro Woche ein neues Video. Zurück zu Mutaris. Hier ist die Lage komplett anders als bei Aurelius. Hier jagt ein Erfolg den nächsten und vor allem werden die Aktionäre auch reichlich belohnt mit Kursgewinnen und einer hohen Dividendenrendite. Schauen wir uns zunächst die Kursentwicklung an. Die Aktie ist nach dem Börsengang im Frühjahr 2014 zunächst mehrere Jahre seitwärts gelaufen, seht ihr hier. Aber so ab Ende 2020, also vor rund 3 Jahren, begann dann ein sehr dynamischer Anstieg von 8 Euro ausgehend auf aktuell 32,50 Euro. Allein in diesem Jahr ist die Aktie um 65% gestiegen. Und trotzdem, wenn ihr euch den 52-Wochen-Chart anschaut, der ist nicht überhitzt. Die Aktie hat eine Davos-Box mit den Begrenzungen 30,10 Euro nach unten, 33,20 Euro nach oben ausgebildet. Die obere Begrenzung ist bereits getestet worden, seit rund einem Monat konsolidiertes Papier. Heißt, wir haben eine klassische Davos-Box, Widerstand nach oben. Wenn der überschritten wird, könnte die Aktie dann weiter dynamisch ansteigen, also klassisch um per Stop Buy einzusteigen. Fundamental gibt das Papier das auf jeden Fall her, weitere Kurssteigerungen. Grundsätzlich ist man ja auf Unternehmen fokussiert mit einem Umsatz von 50 bis 500 Millionen Euro aus Europa, etabliertes Geschäftsmodell und hohem Entwicklungspotenzial, aber eben Firmen, die sich in großen Schwierigkeiten befinden oder vielleicht auch Teilen von Konzernen sind, die der loshaben möchte. Und deshalb kann Mutares oft zu sehr attraktiven Preisen einkaufen. Ihr wisst vielleicht grundsätzlich, bei Übernahmen läuft das ja grundsätzlich so ab, dass diejenige Firma, die kauft, einen Aufschlag auf den Buchwert der Zielfirma bezahlen muss, meist einen saftigen Aufschlag, speziell bei Wachstumsfirmen. Da entsteht dann ein sogenannter Goodwill. Entwickelt sich dann die gekaufte Firma nicht so, wie erhofft, dann drohen Abschreibungen auf diesen Goodwill. Und das war zum Beispiel Sonderabschreibungen. Das war zum Beispiel bei der eingangs genannten British American Tobacco. So, die haben 2016 das US-Geschäft des Konkurrenten R.J. Reynolds viel zu teuer eingekauft. Und diese hohe Abschreibung ist dann auch der Grund jetzt für den Kursverlust, den die Aktie zuletzt eingefahren hat. Das heißt, bei Mutares haben wir genau den umgekehrten Effekt. Dadurch, dass man sehr günstig einkauft, kauft man oft zu einem Preis unterhalb des Buchwerts ein. Das heißt, man bekommt sogar noch eine Art Mitgift obendrauf, wenn man bereit ist, die Firma zu übernehmen. Bargain Purchase heißt das auf Neudeutsch. Das heißt, wir haben dann dieses Abschreibungsrisiko gar nicht da, von vornherein nicht. Und dann gibt es ein hartes Sanierungsprogramm. Oft wurden die Firmen umstrukturiert, mit einer anderen Firma zusammengelegt. Dann gibt es Add-on-Käufe. Das heißt, man kauft kleinere Firmen zu, die gut zu gekauften Firma passen und alles in allem kann dann oft der Wert erheblich gesteigert werden und teilweise entstehen dann sogar aus dem einzigen Sanierungsfall neue Branchenführer. Das ist ein bisschen vereinfacht dargestellt natürlich, in der Praxis ist es oft deutlich komplexer, logischerweise, aber wie profitabel das Ganze sein kann, das zeigt der jüngste Verkauf von Special Melted Products, einer größeren Beteiligung, das ist ein Anbieter von Spezialstählen und Superlegierungen auf Nickelbasis. Luft- und Raumfahrt zum Beispiel als Anwendungsbranchen und der Verkauf hat einen Netto-Cash-Zufluss von 150 Millionen Euro gebracht. Nach 18 Monaten seit dem Kauf bereits, ein offizieller Kaufpreis wurde damals zwar nicht genannt, aber der jetzt erzielte Verkaufspreis dürfte locker bei mehr als dem Doppelten des Kaufpreises liegen. Wenn man dann bedenkt, dass Mutares insgesamt nur 684 Millionen Euro wert ist, dann heißt es, dass allein dieser Deal einen Netto-Cash-Zufluss von rund 22% der gesamten Marktkapitalisierung gebracht hat. Und ja, in dem Stil soll es weitergehen. Planung für 2023 sieht einen Überschuss in der Bandbreite zwischen 92 und 112 Millionen Euro vor. Dann bis 2025 soll es auf 125 bis 150 Millionen Euro weiterklettern. Und dann neuerdings jetzt auf dem Kapitalmarkttag in Frankfurt hat man für 2028 schon 200 Millionen Euro Überschuss prognostiziert. Und bisher hat Mutares eben immer geliefert. Und diese hohen Überschüsse, die sind natürlich letztlich auch der Grund, warum Mutares die Garantiedividende, also das, was mindestens pro Jahr ausgeschüttet wird, auf 2 Euro je Aktie erhöht hat jetzt. Zum Vergleich, das entspricht einer Ausschüttungssumme von knapp 42 Millionen Euro, also weniger als der Hälfte des für 2023 erwarteten Überschusses. Wie hoch die Dividende dann tatsächlich sein wird, das lässt sich im Voraus schwer sagen, weil es eben auch von Deals abhängt. Aber gut möglich, dass wir auch 2024 wieder im Bereich 360 Euro ins Ziel kommen, wie eben dieses Jahr auch. Und dann hätte man eine Dividendenrendite von satten 11%. Und der Unterschied zu British American Tobacco und ähnlichen Firmen ist eben, dass es bei Mutares eine gute Chance auf steigende Gewinne gibt in den nächsten Jahren und daher die Dividende sukzessive eher erhöht werden kann, als gesenkt werden muss.
Nochmal, das ist ein ganz zentraler Aspekt meiner Anlagephilosophie, was Value und Dividende betrifft. Qualität geht vor der absoluten Höhe der Dividendenrendite. Lieber eine niedrigere Dividende, wo es aber eine hohe Wahrscheinlichkeit gibt, dass die in den kommenden Jahren gesteigert werden kann, als immer Angst vor einer Streichung haben zu müssen. Und letztlich geht es ja bei Aktien um die absolute Performance, Dividendenrendite plus Kurssteigerung. Was hilft mir 10% Dividendenrendite, wenn nachher die Gesamtrendite per anno über 10 Jahre trotzdem nur bei 1,5% liegt oder sogar noch weniger, wie das eben bei British American Tobacco zum Beispiel der Fall ist. Bleibt die Frage zum Abschluss, warum gerade jetzt kaufen? Nun ganz einfach, wir haben eine unglaubliche Dynamik bei Mutares. Das Unternehmen schlägt ein unfassbares Tempo an, bei den Deals, bei den Übernahmen. Man kam kaum hinterher. Mit dem Zählen Ende Oktober, Anfang November gab es mal eine 10-Tages-Spanne. Da haben die 5 Deals gemeldet innerhalb von 10 Tagen. Am 4. Dezember, also vor gut einer Woche, gab es den bisher letzten. Inzwischen hat man über 25 Beteiligungen. Man ist in S-DAX aufgenommen worden. Es könnten Window-Dressing-Effekte jetzt noch kommen vor Jahresende, weil viele Fondsmanager eben sich mit der Aktie entsprechend schmücken möchten. Das heißt, Katalysatoren ohne Ende für weiter steigende Kurse. Und deswegen denke ich eben, dass die Aktie gleich zwei Arten von Anlegern anspricht. Einmal diejenigen, die mittel- und langfristig investieren möchten und vor allem auch einkommensbasiert investieren, sprich hohe Dividenden haben möchten. Aber auch diejenigen, die momentumorientiert traden, also kurzfristige Kursgewinne haben möchten. Wo liegen die Risiken? Nun, natürlich gibt es ein gewisses gesamtkonjunkturelles Risiko und das Hauptrisiko sehe ich darin, dass Vorstand Johannes Laumann, der CIO, also der für das operative Geschäft, für die Deals zuständig war, jetzt eine Auszeit genommen hat, aber immerhin weiter beratend zur Seite steht. Natürlich gilt grundsätzlich, ich kann falsch liegen mit meiner Einschätzung, es ist keine Anlageberatung und der Hinweis an der Stelle, wenn ihr noch mehr starke Dividendenaktien haben wollt, am Samstag im neuen Aktienreport wollen wir uns weitere Dividendenaktien vorknüpfen. Wenn euch das Video hier gefallen hat, einfach den Kanal unten abonnieren, 2 Videos pro Woche gibt es hier. So oder so, vielen Dank fürs Zuschauen und erfolgreiche Trades euch allen. Ich bin Armin Prag, bis demnächst. Ciao, ciao.